Nach all meinen Jahren Schule gibt es immer noch einiges, das ich einfach nie verstanden habe. Eines davon ist, wer hat sich die Regel ausgedacht und verbreitet, dass wenn Lehrer nach 15 Minuten nicht da sind, man nach Hause gehen dürfte? Warum sollten Schulen so eine Regel haben? Jedes Mal gab es bei mir immer irgendjemanden, der nach 5 Minuten meinte, yo Leute, noch 10 Minuten, dann dürfen wir gehen. Ja, ja, das ist die Regel. Glaubt mir einfach. Und falls das jemand von euch auch noch glaubt, sorry, aber die Regel ist kompletter Schwachsinn. Auch wenn ich selber auch wünschte, es wäre wahr. Ich dachte auch immer, die blaue Seite von diesen Radiergummis wäre zum Tinte radieren da. Aber es funktioniert nicht. Also wer hat sich auch diese Lüge ausgedacht? Und für was ist es sonst da? Anscheinend ist es wirklich für Tinte? Ah, cool, merke ich. Bei Klassenarbeiten war es bei mir auch immer so, die Lehrer haben ewig gebraucht, um sie zu korrigieren. Und meinten zu uns immer so, ja, ihr seid ja noch in der Mittelstufe. Ich muss zuerst die 11. und 12. korrigieren. Die machen gerade Abitur, ist viel wichtiger. Und ich denke mir, okay, okay, ergibt Sinn. Doch sobald ich selbst in den Abiturklassen bin, heißt es, hier, ich bin Klassenlehrer. Ja, ich muss so viel von den unteren Stufen noch korrigieren, okay? Danach seid ihr dran. So läuft das Spielchen also. Und wieso machen Lehrer auch das so oft? Sie sind am PC, sie machen einen Film an und setzen sich nach hinten. Und lassen den Mauszeiger durchgehend mitten im Bild. I mean, sehen sie das nicht? Und was macht man in der Situation? Soll ich jetzt mittendrin nach vorne rennen und die Maus verschieben? Ne? Dann werden wir alle wohl leiden müssen. Irgendwann hat jemand von mir einfach einen normalen Vortrag gehalten. Ihr wisst, Bilder benutzt, frei gesprochen. Deswegen kommt am Ende natürlich Applaus. Ihr wisst, Hand, andere Hand, Klatsch. Der Klassiker. Doch plötzlich, aus dem Nichts, haben alle ab da, statt zu klatschen, auf den Tisch geklopft. Macht ihr das nicht ein bisschen falsch? Oder habe ich irgendwas verpasst? War aber nie krank. Will einer von euch erklären, was hier abgeht? Hab's ab da nicht mehr hinterfragt und ab da auch immer gemacht. Ich verstehe es immer noch nicht. Zum nächsten Ding, Französisch. Yep. Ein anderes Ding sind Glami-Patronen. Wieso? Jemand fragt, hey, hat jemand eine Tintenpatrone für mich? Ich, vollbildlich wie ich bin, habe natürlich eine parat. Jo, hier. Ah, danke. Oh, nee, nicht so eine. Ich brauche eine Lami-Patrone. Oh. Warum hat Lami eigene Tintenpatronenform? Und warum passen die normalen nicht rein? Die sind sogar kleiner. Was ich auch nicht verstehe, imagine, ihr sitzt im Klassenraum rum, der Lehrer kommt rein und kommt mit diesen Dingern an. Erstens, was, wir schreiben einen Test. Und zweitens, warum existieren die? Man kriegt beim Testschreiben Klaustrophobie, da steht immer irgendwas drauf, was ablenkt. Und das Design ist irgendwie trippy. Und wenn ich wirklich abschreiben wollen würde, könnte man ja trotzdem... Manchmal blockiert sogar genau das Teil die Sicht zum Lehrer. Entweder es gibt einen guten Lehrerrabatt oder sie hat krasse Special-Lehrerfunktionen. Anders kann ich mir nicht erklären, warum jeder Lehrer diese Tasche hat. Und wo wir bei Taschen sind, ich hatte bis zur 6. Klasse noch so einen Schulranzen. Yep. Während alle anderen nach der Zeit schon auf Rucksäcke gewechselt sind. Hä, ist es nicht mehr cool? Es funktioniert doch noch einwandfrei. Mann. Was anderes, was mich verwirrt, sind Klassenfrühstücks. Klassenfrühstücke? Und vor allem, wer von euch sich die Mühe macht, 60 Brötchen zu kaufen, um sie um 8 Uhr in die Schule mitzunehmen. Also versteht mich nicht falsch. Ich bin dir auf ewig dankbar, dass du dich fürs Team einsetzt und opferst. Oder deine Eltern. Aber Bro, es gibt viel leichtere Jobs. Käse, Brotaufschnitt, Marmelade, Obst. Ich hab zum Beispiel zum Klassenfrühstück immer Wasser mitgenommen. Yep. Wasser. Warum benutzen manche Lehrer noch Overhead-Projektoren? Vor allem, wenn direkt hinter ihnen ein PC mit Beamer steht. Ein PC macht nicht Geräusche, als würde es gleich explodieren. Man muss das nicht so komisch scharf stellen. Man kann jedes Arbeitsblatt einfach direkt anzeigen. Das Einzige, was man machen muss, ist den Beamer einzuschalten. Oh. Und wie es für mich war, bei solchen Lehrern während der Online-Unterrichtszeit meinen Abiturschulabschluss zu machen, siehst du in diesem Video. Die Zeit war wirklich weird.